Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben kaum Infos. Ma'am, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Schon klar, warum Cerberus diesen Ort verlassen hat. Es ist eiskalt. Schon gut, bleiben Sie einfach in Bewegung! Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? Alles gesichert, Shepard. Haben welche von den Wissenschaftlern überlebt? Hallo! Wer ist da? Jacob, wie schlimm? Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Jacob! Oh mein Gott! Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind Sie weg? Im Moment schon, aber Sie kommen wieder. Sind Sie wirklich okay? Ja, das geht schon. Wenn Sie mich nochmal retten, bin ich Ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Unseren Informationen nach gehören Sie zu Cerberus. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Der Unbekannte spaßt nicht. Was er nicht kontrollieren kann, vernichtet er. Dieser Brain Trust muss ein herber Verlust für ihn sein.
Sie mussten doch wissen, dass man sie findet. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Evakuieren, los. Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jacob, jemand muss sich die Wunde ansehen. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Sie kennen diesen Jacob? War der auch bei Cerberus? Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ich wollte nicht mit diesen Leuten hierher. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Sie hat recht. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, wir haben uns beim Projekt Overlord kennengelernt. So kann man das auch sagen. Als Sie meinen Bruder zur Grissom Akademie gebracht hatten, habe ich versucht, das alles hinter mir zu lassen. Sie bringen nicht zufällig Neuigkeiten von dort. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Akademie Probleme hat. Ich war in der Grissom Akademie. Cerberus wollte die Studenten entführen, aber David geht es gut. Oh, Gott sei Dank, Commander. Sie ahnen nicht, was das für mich bedeutet. Etwas spät, um sich Sorgen über seine Sicherheit zu machen. Das habe ich immer schon. Sie halten mich für ein Monster und damit haben Sie auch recht. Es vergeht kein Tag, ohne dass mich in meinen Träumen verfolgt, was ich David angetan habe. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass er mir eines Tages verzeiht. Ich muss gehen und ich werde nicht so tun, als hätte ich mich gefreut, Sie wiederzusehen. Das verstehe ich. Aber Commander, vielen Dank, dass Sie David gerettet haben. Beide Male. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler? 43 plus Forschungsassistenten. Wie zum Teufel konnten Sie mit so viel Ballast untertauchen? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Bryn, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Sie machen wohl Witze. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht. Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay. Alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe.
Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay, ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Das Personal des Projekts Mia sollte jetzt an Bord und bereit zum Abflug sein. Lassen Sie das liegen. Hauen wir einfach ab von hier, verdammt. Beruhigen Sie sich, Commander Shepard. Shepard, hier drin! Und? Entspannen Sie sich, Hey, sind Sie okay? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen damit ja ganz gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Ich sag doch, wir hätten zur Zuflucht. Wir sollten uns lieben. Diese Leute wollten sich nur verstecken. Sie hatten keinen Plan und damit auch keine Chance. Der Unbekannte will diese Leute unbedingt haben. Nächstes Ziel, Satellitenturm. Sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Weitere Feinde im Anmarsch!
Geschütze manuell aktivieren.
kannst die Reparaturen durchführen. James, Sie reparieren. Sofort. Bereit, Kaidan? Nur Sie und ich. Nur her damit. Verdammt, fahren Sie die Geschütze hoch! Alles klar, wird gemacht. Energieversorgung wiederhergestellt. Schaltkreis neu gestartet. Geschütze einsatzbereit. Shepard, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig, wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Ich gebe das Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Gut. Das Personal des Projekts MIA sollte jetzt an Bord und bereit zum Abflug sein. Evakuierung im Gange. Bleiben Sie bitte nach dem Einstieg in der Schatten. Irgendein Gift? Speziell für Turiana. Evakuierung eingeleitet. Bereithalten für Shuttle-Start. Die Geschütze sollen ein Loch stanzen und dann starten sie Shuttle 1. Begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Bringen Sie die Leute hier weg. Ah!
sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. Jacob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Feindliche Shuttles auf dem Landeplatz über uns! Verstanden, kümmere mich drum! Zivilist. Shepard, Achtung! Achtung! Wir werden überrannt! Wir müssen weg! Ich bin mit dem Shuttle zu Ihnen unterwegs! Halten Sie durch, wir räumen Ihnen ein. Verstanden! Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühl mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Passen Sie gut auf sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Gut, melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Hackett hier.
Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer. Passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familie. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cool abzujagen ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard, Ende.